Hi, ich bin Oliver Untermann und ihr schaut Freakish TV. Herzlich willkommen bei Freakish auf MTV. Es ist Freitag und nach einer langen Arbeitswoche hat man sich ein paar gute Beats und Drinks definitiv verdient. Der Headliner vom heutigen Abend stammt aus dem hohen Norden und ist niemand geringeres als der Oliver Huntemann. Wir treffen ihn nachher auch zum Interview, da an der Control and Art Party im Hilton. Jeweils am ersten Freitag vom Monat findet im Club Hilton die Control Art Party statt. Heute ist Besuch aus dem hohen Norden angesagt. Der Oliver Huntemann aus Hamburg kommt vorbei. Aber Moment, Control Art, was bedeutet das eigentlich? Wie sind ihr eigentlich auf die Idee gekommen von dieser Control and Art? Im Prinzip war es ganz etwas Simples. Ich habe mir überlegt, hey, man muss doch etwas machen für Künstler, um Künstler zusammenzubringen und einfach generell etwas machen, wo Zürich jetzt ein bisschen in Zürich eigentlich ein bisschen fehlt. Und ich habe meine Tastatur angeschaut und gefunden, hey, Control Alt, das kennt doch jeder. Und Control Art, das habe ich verbinden mit meinen Controllers, wo ich eigentlich meine Kunst präsentiere. Und im Prinzip wollte ich generell Künstler reinholen, die auch Bilder malen oder Fotografie und das irgendwie in ein Konzept ein bisschen zusammenbringen. Heute spielt Oliver Huntemann. Werdet ihr zukünftig auch noch Künstler auf diesem Level buchen? Werden wir sicher, auf jeden Fall. Wir haben noch zwei, drei andere DJs, die immer wieder kommen, wie Fabio Florido oder Miguel Bastida. Aber es hat sicher auch noch andere Überraschungseffekte dabei. Du bist kürzlich umgezogen, möchtest deine Einweihungsparty aber nicht in einem Stegenhaus verbringen? Kein Problem, melde dich einfach unter homespeed@freakish.tv und wir kommen vorbei samt DJ, Deko und Getränk. Meld dich einfach unter homespeed@freakish.tv. Dann möchte ich einfach mein Wochenende starten und euch einfach chillige Musik, super Stimmung, geile Leute. Der Oliver Huntemann hinter mir live am Auflegen, ein überragendes Talent. Seine Releases sind alle von lässiger Qualität. Von Qualität ist aber auch der Soundcheck presented by Sennheiser. Das Londoner Elektropop-Trio Years and Years stürmt mit seiner Single King die UK Single Charts und steht auf Platz 1. Für ihren Videoclip haben sich die Jungs den Star-Choreograf Ryan Heffington geholt. Seit über 20 Jahren ist der Herr Huntemann in der Elektronika-Szene vertreten. Er hat Remix-Arbeiten für Legenden wie Underworld, The Chemical Brothers und Depeche Mode verrichtet. Hi, Oliver Huntemann. Du hast ja bereits mit 14 Jahren angefangen aufzulegen und wir wundern uns, hat das damals schon groß Gefallen gefunden bei den Leuten? Wurde man mit 14 Jahren bereits ernst oder als qualitativer DJ ernst genommen? Nee, das waren natürlich ganz andere Zeiten, das war in den 80ern und da war der DJ eher der Idiot, der irgendwie Kassetten mixt oder irgendwie keinen Spaß hat für die Leute, weil die anderen haben getanzt, haben was getrunken und ich musste halt dann irgendwie die Musik machen. Aber mir hat es immer Spaß gemacht und von daher, also ein DJ hatte da überhaupt noch nicht den Stellenwert, wie es da sich dann über die Jahre entwickelt hat. Also das war eher der die Mädels dann nicht abbekommen hat. Du hast ja in den 90er Jahren auch mit Paul van Dijk zusammen die You Made Love Stimulation kreiert. Wie war das damals für dich?
Also zu der Zeit hatte ich ein Projekt mit zwei anderen Jungs aus Oldenburg, das Humate hieß. Und wir waren bei der Plattenfirma MFS, bei der auch Paul van Dyk war. So, er war noch ganz unbekannt, ich weiß nicht, er war 17 oder so. Und er hat einfach ist zu uns gekommen ins Studio und hat diesen Remix gemacht. So, und das war, so war dann eine Zusammenarbeit. Also er hat gar nicht wirklich irgendwie an dem Projekt teilgenommen, sondern diesen Remix gemacht. Und ja, die Platte ist dann durch die Decke gegangen. Das war für ihn Start und für uns auch. Also die Leute sind zahlreich erschienen. Kein Wunder, es ist ja auch eine Top-Party. Top-Partys haben wir aber auch einen Party-Tipp für euch parat. DJ-Duo A Tribute to Daft Punk macht am Freitag, 27. März, mit seiner One More Night Europa-Tour Halt im Zürcher Alice True. Das Duo, das sich der French House Band Daft Punk verschrieben hat, bekommt an diesem Abend Unterstützung von den DJs Alex Price, Cozy D, Henry Schur und Valerio Rapponi. Alle Infos dazu unter alice-true.ch. Mit grosser Vorfreude verkündet das Viocht die Ankunft von einer neuen Vierfabrik am 27. März. Sensual heisst sie und genauso ist auch das Label. Der Ice Scratch ist der Line-Up-Leader und zählt zu den meistbuchten DJs in Zürich. Rückendeckung bekommt er vom Gold Wonder und dem MCB Sensual. Künftig wird das Label immer wieder für Überraschungen sorgen. Das Eventlabel Be Famous feiert am 28. März im Orient-Club in Schaffhausen das 8-jährige Bestehen. Zur Vier vom Tag taucht man in eine fantasievolle Märchenwelt voller Gegensätze. Der Where's Man Robot aus Italien sorgt für die Show. Das Line-Up wird angeführt von Ben Delay, ergänzt vom DJ Sam und abgerundet vom stadtbekannten Duo Mason & Johnson. Das renommierte Label Tool Room Records aus London ist mit Tool Room Live zurück. Gross gefeiert wird am 5. April in der Härterei mit dem Main Act My Digital Enemy. Das britische Duo beschallt die Schweiz zum ersten Mal. Unterstützung gibt es von den lokalen Talenten Francesco Parla, Pascal und Lara Valentina. Für den Start in Sommer hat sich der Marco Diener etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Wer will schon nicht hoch über Zürich bei strahlendem Wetter und mit Blick in die Ferne abtanzen? La Terrazza feiert das 3-jährige Jubiläum am 23. Mai 2015. Und für das hat man sich das einzigartige Hotel Utokulm ausgesucht. Der DJ Solomon, das Duo Adriatic und noch viele weitere Acts sorgen für die richtigen Beats. Also ich sehe, das Hirtl hat hier ganz schöne Bilder backstage aufgehängt mit ein paar kleinen Lücken. Wir bauen für sie um. Hier entsteht eine Bilderwand. Aber ich würde sagen, wir füllen die Lücke doch einfach mit einem Special. Motor Village in Zürich präsentiert noch vor der Lancierung den neuen und ersten Crossover innerhalb der Fiat Cinquecento-Familie. Der Fiat Cinquecento X. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Special von dieser wunderschönen Woche. Wir stellen euch heute einen spritzigen Italiener vor. Er ist gross, er ist breit, er ist kräftig und schnell. Der neue Fiat 500X. Wir sind gerade hier im Motor Village und schauen gerade mal, was er so zu bieten hat. Das Auto vereint ausdrucksstarkes SUV-Design mit dem Raumangebot von einem Van und dem Fahrkomfort von einer modernen Kompaktlimousine. Schwarz und weiß, wie Yin und Yang oder City in the Offroad? Schauen wir mal uns das genau an. Variabel wie der Cinquecento? Der 500X gibt es in sehr vielen Versionen. Wir haben einmal die City-Version für den ganz normalen Stadtbetrieb und dann haben wir die Offroad-Version für die Kunden, die eher Offroad-affin sind, die abseits der Pisten gerne unterwegs sind. Wir haben so manuelles Schaltgetriebe, also Automatikgetriebe und natürlich die bekannte Variabilität, wie es beim Fiat Cinquecento bekannt ist, in ganz verschiedenen Interieur-Designs, verschiedene Lederapplikationen. Du kannst das Auto so haben, wie du es möchtest. Nicht nur sein Äußeres hat mich überzeugt, sondern auch sein Inneres. Ich glaube, ich habe mich verliebt. So, du hast jetzt gerade die Probefahrt mit dem Fiat hinter dir. Wie hast du es gefunden? Gefällt er dir? Mal ist gut. Mal finden wir eigentlich noch gut, also als Familie. Ist wirklich gut, ja.
So, du hast gerade die Probefahrt mit dem Fiat 500X hinter dir. Er ist viel kompakter. Das Fahrverhalten sehr dynamisch. Ich muss sagen, Fiat top. Ich bin sehr überzeugt davon. Kann ich nur weiterempfehlen. Wir sind auch noch auf den Managing Director vom Fiat Headquarter, der Fabio Di Prima, gestoßen. Are you satisfied with the 500X launch here in Zurich? Yes, definitely. We just nearly finished the day today, and we, you know, roughly welcomed about 100 people here. So I think we collected some order as well. So no, very satisfied. The mood was good. The weather is great. So no, very very great day. Thank you very much, Fabio. Jetzt wird die Wüste wirklich funktioniert. Amore. Subito. Fiat 500X Crossover. So, nachdem die Umwandlung so genial funktioniert hat, nehme ich den gerade mal heim. Ciao zusammen! Nachdem wir zu den Sets von Matt Manning und Oliver Huntemann abgetanzt haben, nähert sich die Nacht langsam am Morgen. Und ich sage Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal bei Freakish TV.